Moin Ente. Ja, hallo, servus, gut. Boah, komm, Stahl auf, da bin ich mit drauf. Na klar, ab durch die Mitte. Ganz schön heiß heute. Was ist das denn? Algen? Wo kommen die denn her? Die halten mich fest. Hilfe! Au! Entschuldigung. Ich habe irgendwie geträumt, dass sich Algen um meine Beine wickeln und ich konnte nicht mehr weg. Boah, du und deine Träume immer. Ja, aber so abwegig war es diesmal gar nicht. Ich habe schon oft gehört, dass Algen schädlich sein können und gefährlich. Ja, aber nicht, weil sie sich um deine Beine wickeln, du Checker. Ja, aber wieso denn dann? Komm, wir finden es raus. Okay. Unsere Checkspedition heute? Mission saubere Seen. Unser Planet steckt in Schwierigkeiten und er braucht dringend Hilfe. Klimawandel, Müllberge, Hochwasser, Waldbrände, Luftverschmutzung. Und viele denken, das kann ich doch nie im Leben ändern. Aber einer sieht das anders. Checker Julian. Er zieht los auf Checkspedition. Und ich, Julians mega clevere Uhr Ixi, bin auf der Abenteuerreise quer durch Deutschland immer mit dabei. Zusammen erforschen wir, wie sich unsere Erde verändert und wir entdecken, was jeder und jede Einzelne dagegen tun kann. Checkspedition Spezialausrüstung bereit? Dann los, auf Checkspedition! Auf meiner heutigen Checkspedition entdecke ich das Neustrelitzer Kleinseenland. Hier an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es viele natürliche Seen. Und bestimmt finde ich hier auch ein paar eklige Algen. Endspurt, Julian, wir sind gleich da. Oha. Ey, genau davon habe ich geträumt. Hier ist ja echt alles voll. Pass mal auf. Wow! Ups, das habe ich irgendwie unterschätzt. Okay, guck mal. Da. Und ich war mittendrin. Sieht doch eigentlich ganz natürlich aus. Das findest du natürlich? Naja. Ey, da steht ja jemand. Mitten in den Algen. Ey, Ixi, zeig mir mal, wer das ist. Dr. Katrin Kohnert ist Umweltwissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Sie ist eine Expertin, was die Zukunft unserer Seen angeht und sie liebt Süßwasser. Hallo. Hey, hallo. Ey, warte mal, ich komm mal rüber. Boah. Upsi. Was hast du da für einen lustigen Unterwasserstaubsauger? Das ist so eine Haube, die fängt Treibhausgase, die aus dem See rausblubbern, auf. Das kannst du hier gucken, wenn ich hier so stampfe. Ach, da kommen Gase raus. Da siehst du richtig, wie die Blasen hier aufsteigen. Genau, und das kann ich mit der Haube einfangen und dann mit dem Gasanalysator auf dem Rücken messen. Und was ist eigentlich mit diesen Algen hier? Hast du nicht Angst, dich zu verheddern? Guck mal, die sind doch überall. Ah, aber die machen ja nichts. Die sind ganz wichtig im See, weil die machen den Sauerstoff und den können dann die Fische atmen. Cool, das heißt, Algen sind eigentlich super nützlich. Ja. Aber wieso sagt man denn dann, dass Algen auch schädlich sein können? Ja, also die können schädlich werden, wenn es zu viele werden. Ich habe da so eine Idee. Also nach meinem Traum heute Nacht steige ich nicht einfach so in diesen Tümpel. Wie gut, dass ich immer meinen Neoprenanzug dabei habe. Auf geht's! Und jetzt schaue ich mir diese Algen mal genauer an. Wahnsinn, hier sieht's aus wie in einem Urwald, nur eben unter Wasser. Kein Wunder, dass hier so viele Tiere leben. Die Algen liefern ja auch ganz schön viel Sauerstoff zum Atmen, so wie bei uns Menschen die Bäume. Und da ich jetzt weiß, wie wichtig die Algen für den See sind, finde ich es auch gar nicht mehr so eklig. Obwohl, jetzt werden es irgendwie doch schon ganz schön viele. Ah, wird Zeit, dass ich wieder auftauche. Igitt! War ja fast wie in meinem Traum. Ja, aber eigentlich fand ich es die meiste Zeit ganz schön, weil es sieht ja wirklich aus wie so ein Unterwasserwald. Ja. Aber was kann denn jetzt daran gefährlich werden? So richtig verhakt habe ich mich ja jetzt nicht wirklich. Nee, aber wenn da zu viele drin sind, dann kann der Sauerstoff im See weggehen. Und das ist dann problematisch, weil du hast jetzt ja mit deinem Schnorchel wahrscheinlich total gut Luft bekommen. Aber die Fische, die wohnen ja unter Wasser und die bekommen dann eben keine Luft mehr, wenn der Sauerstoff weggeht. Ach so, aber ich dachte, dass die Algen den Sauerstoff produzieren. Ja, ja, schon. Also das kannst du dir vorstellen, wenn die Algen absterben, dann fallen die auf den Boden und dann bildet es sich wie so ein Komposthaufen auf dem Boden vom See, okay, wo die Bakterien wohnen und diese Pflanzenreste aufessen. Und dann pupsen die quasi Methan, CO2 und andere so stinkende Gase. Deswegen riecht es hier auch so ein bisschen komisch. Aber es ist ein bisschen komplizierter, das kann ich dir am Seelabor am besten zeigen. Boah, das klingt ja cool. Ein Seelabor? Labor unter Wasser?
Geh doch an. Nicht schon wieder. Entschuldigung, lass hingehen. Ja, gut, wir nehmen noch einen Kanister Wasser mit. Mhm. Und dann müssen wir uns noch umziehen und dann geht's los. Katrin und ich machen uns auf den Weg zum großen Stechlinsee. Der ist mit 70 Meter der tiefste See in Brandenburg. Ist es noch weit? Nee, sind gleich da. Man sieht's da schon. Cool. Wie cool. Hier ist das Wasser ja richtig klar. Hier gibt es ja gar keine Algen wie bei unserem Tümpel vorhin. Was willst du mir hier zeigen dann? Das Seelabor da drüben. Und es schaut von oben ganz besonders cool aus. Ja? Von hier kann man nämlich noch nicht so viel erkennen. Das ist ein Fall für meine Drohne. Zeig mir das Seelabor. Wow, das sieht ja krass aus. Irgendwie wie ein UFO, das hier mitten im See gelandet ist. Ich glaube, da müssen wir jetzt schnell hin. Na dann? Okay, wer zuerst da ist? Jawohl. Ey, du fährst ja schon los, diesen Frühstart. Okay. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit. Aber dich kriege ich alle mal. Na, warte. Ich hole auf. Ich komme meinen Kopf rennen. Ja! Julian übernimmt die Führung. Los, schneller, Julian, dann bist du vielleicht auch mein Erster. Wow. Oh, das war knapp. Erster! Yes. Sehr gut. Hey, was sind denn das hier für coole Becken? Sind das so Swimmingpools oder was? Naja, nicht ganz. Eigentlich haben wir das, um Experimente durchzuführen. Cool. Also es sind 24 von diesen Becken und die sind ganz tief. Die gehen ungefähr 20 Meter bis zum Boden vom See. Mhm. Und die sind ja, wie du siehst, so abgetrennt. Das heißt, man kann in verschiedenen Becken verschiedene Experimente machen. Ach cool, das sind dann wirklich wie so kleine Miniseen, weil die eben diese Trennung haben. Genau. Ich will jetzt genauer herausfinden, was es mit den Algen und den Bakterien auf sich hat. Katrin hat für die Wasserentnahme einen speziellen Zylinder, mit dem man aus verschiedenen Tiefen des Sees Wasserproben nehmen kann. Zuerst nehmen wir eine Probe aus dem Becken mit Wasser vom Stechlinsee. Der ist besonders sauber. Das ist wirklich komplett anders als vorhin bei diesem anderen Tümpel da hinten. Hier ist ja komplett klar, ne? Ja, aber da ist trotzdem mehr los, als man so sehen würde auf den ersten Blick. Also ich sehe da nichts. Ja, das sind ganz kleine Lebewesen, die sieht man so nicht mit dem bloßen Auge. Ey, da könnten wir ja mit meinem Mikroskop reinschauen. Ja. Mit einem Mikroskop kann man winzig kleine Dinge stark vergrößert ansehen. Das griechische Wort Mikros bedeutet übrigens klein, Skopein bedeutet anschauen. Ein Mikroskop ist also so etwas wie eine starke Lupe. Ey, ich hab was. Das sind wie so kleine Bälle. Ja, das ist eine Blaualge. Also so Mini-Algen, oder was? Ja, also eigentlich ist das keine Alge, sondern es sind Bakterien. Mhm. Die heißen Cyanobakterien. Und was machen die? Also manche von denen produzieren Sauerstoff und manche eben nicht. Und wenn es dann ganz viele davon im See gibt, ist das schlecht für den See, weil der Sauerstoff aus dem See wieder rausgenommen wird. Mhm. Also wird dann durch Bakterien wieder veratmet. Ey, weil das sind doch so mini kleine Lebewesen. Wegen denen kann es nicht mehr genug Luft im See geben, oder wie? Ja, das passiert, wenn ganz viele Nährstoffe in den See kommen. Also wenn zum Beispiel der Bauer am Land die Felder düngt und das durch Regen dann ins Wasser gespült wird, dann wird der See quasi gedüngt. Und dann wachsen da ganz viele von diesen Cyanobakterien. Ixi, kannst du mir das mal zeigen? Schau mal, Julian. Überall auf der Welt gibt es Landwirtschaft. Die brauchen wir natürlich, um Nahrungsmittel herzustellen. Damit auf den Feldern alles besser wächst, werden Nährstoffe hinzugefügt. Die nennt man auch Dünger. Das Problem? Der Regen spült den Dünger auch in unsere Seen. Dadurch vermehren sich dort die Blaualgen sehr stark und im schlimmsten Fall vergiften sie den See sogar. Das ist für alle Lebewesen im See sehr gefährlich, übrigens auch für die Menschen. Ach so, also durch den Regen kann dieser Dünger vom Acker hier reingespült werden und weil der Bauer eben will, dass die Pflanzen wachsen, passiert das dann auch hier im See und diese Bakterie vermehrt sich und vermehrt sich und vermehrt sich. Genau. Wir können auch ein Experiment dazu machen. Mhm. Also ich habe hier Nährstoffe mitgebracht und dann können wir quasi das Becken hier mal düngen. Ja, cool, okay. Also wenn das jetzt kein Versuchsbecken wäre, dann sollte man das auf keinen Fall machen wahrscheinlich, ne? Genau. Das können wir nur machen, weil das hier abgeschlossen ist. Für die Wissenschaft. Die Algen brauchen jetzt etwas Zeit zu wachsen.
Ein paar Becken weiter haben Katrin und ihre Forscherkollegen und Kolleginnen das Experiment schon vor einer Woche gestartet. Und da entnehmen wir jetzt unsere Probe. Ich habe es! Also ich finde ja, hier sieht man auf jeden Fall schon, dass es viel trüber geworden ist. Okay, dann schauen wir mal durch. Hey, aber unsere Blaualgen sind jetzt ganz schön gesellig geworden. Die tanzen ja wie in so einer Polonaise. Deswegen dachte man, glaube ich, früher auch, dass das Algen sind. Sieht ja so ein bisschen aus wie so eine lange grüne Alge. Stimmt, wie in so einer Kette sind die jetzt. Und ist es wegen dem Dünger oder wie? Also in dem Becken haben wir den Dünger reingekippt, deswegen sind die da gewachsen. Mhm. Und im See passiert das auch durch den Dünger, aber auch durch Hitze. Also wenn es sehr warm ist für eine längere Zeit, dann vermehren sich diese Cyanobakterien ganz schnell. Das bedeutet also, jetzt gerade auf unserer Erde wird es ja auch immer wärmer durch den Klimawandel. Gibt es dann auch immer mehr Blaualgen in den Seen? Genau, also es kann viel öfter vorkommen und ja, auch viel mehr Seen, dass es dann diese Cyanobakterienblüten richtig gibt auf den Seen. Was passiert denn, wenn da so ganz viele Blaualgen in den Seen sind? Die bilden dann wie so ein Teppich, der ist dann so richtig wie so ein grüner Teppich auf der Wasseroberfläche. Und der Teppich verhindert dann, dass das Sonnenlicht bis zum Seegrund runtergehen kann. Und da wachsen ja auch andere Algen und die bekommen dann kein Licht mehr und können keinen Sauerstoff zum Atmen produzieren. Das heißt, die Fische und die Lebewesen, die da sind, können da nicht mehr atmen? Genau, und das ist das eine. Und dann zum anderen können diese Cyanobakterien den See richtig vergiften. Deswegen sollte man versuchen, das zu verhindern, dass sich der See so stark verändert. Was kann man denn da machen? Na, man kann zum Beispiel weniger düngen in der Landwirtschaft, dass weniger Nährstoffe in den See gespült werden. Und wir als einkaufende Leute können ökologische Produkte kaufen aus Landwirtschaft, in der weniger gedüngt wird. Und man kann ja auch klimafreundlicher leben. Genau, also man kann ganz einfach, wenn man zum Baden fährt, mit dem Fahrrad fahren und nicht mit dem Auto. Oder wenn man weiter wegfährt mit der Bahn und nicht mit dem Flugzeug. Klar, weil das Flugzeug stößt ja auch wieder Treibhausgase aus, wodurch es wieder wärmer wird. Genau. Und kannst du dir jetzt vorstellen, warum ich heute Morgen die Treibhausgase aus dem See gemessen habe? Ja klar, weil es ist ja wichtig, dass es unseren Seen gut geht. Und wenn da eben viele Gase ausgestoßen werden, dann wird es ja auf unserer Erde wieder wärmer. Wenn es wärmer wird, gibt es wieder mehr Algen in den Seen, die werden dann irgendwann wieder zersetzt von diesen Bakterien, dann bilden sich wieder mehr Gase und dann ist es wie so ein Teufelskreis. Genau, aber dem See, wo wir hier gerade sind, dem geht es sehr gut. Und Seen sind auch allgemein so ein Frühwarnsystem für den Klimawandel quasi. Mhm. Da sieht man schon sehr schnell, wenn die Seen sich erwärmt haben und welche Folgen das dann für das Ökosystem See hat. Hey Katrin, vielen Dank für diese ganzen Infos, es war echt ein mega cooler Tag. Ja, gerne. Danke, mach's gut. Hey Leute, das war ja heute eine mega erfolgreiche Checkspedition. Nein! Okay, zu viel versprochen. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder nass geworden. Aber wenn ich schon mal im Wasser bin, kann ich auch gleich noch eine Runde tauchen gehen. Naja, dann schaue ich mal, ob ich noch ein paar Algen finde. Boah, Leute, schaut mal, wie schön unsere Seen sind. Und wir können alle was dafür tun, diesen einzigartigen Lebensraum für Mensch und Tier zu erhalten. Leute, was für ein nasser Tag heute. Ich habe heute gelernt, dass Alge nicht gleich Alge ist und die Gesundheit unserer Seen geschützt werden muss. Und wir können alle was tun, zum Beispiel indem wir Lebensmittel kaufen, die ohne Düngemittel hergestellt wurden und indem wir weniger Auto fahren und weniger fliegen. Wenn ihr auch ein kleines Abenteuer erleben wollt, dann schnappt euch eure Eltern, radelt zum nächsten See und schaut mal, wie es dem so geht. Vielleicht findet ihr auch ein paar glitschige Algen. Ich hau mich jetzt auf jeden Fall in meinen Schlafsack und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Boah, ey, das Tauchen war echt mega anstrengend. Wenigstens hast du dich mal wieder gewaschen. Als ob du das riechen kannst. Klar. Und von wegen riechen. Hast du dir schon die Zähne geputzt? Ja. Lügendetektor misst kritische Werte. Okay, ich gehe ja schon.